Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed Odyssey. So, weiter geht's wie versprochen. Wir machen hier mit der Höhle weiter. Und werden dann mal so langsam schauen, ob wir nicht hauptstorymäßig was weitermachen können. Ich weiß, hier unten ist auch noch alles frei, aber ich weiß eben nicht, wie weit die Hauptstory dann auch noch hier runter geht, weil dann müssen wir sowieso noch mal lang. Nicht, dass es doppelt ablaufen müssen. Genau, dann würde ich sagen, ab zu der Höhle. Da wird wahrscheinlich irgendein Alpha-Tier drin sein oder sowas. Schauen wir einfach mal. Die Sieger da hinten. Wir brauchen übrigens noch einen Kultisten, damit wir unseren Speer upgraden können. Aber zum Weiterleveln von unseren aktuellen Fähigkeiten brauchen wir natürlich Speerstufe 5. Das heißt, dann müssen wir nochmal, weiß ich nicht, wie viele Kultisten erledigen. Nochmal 7, 8, 9, 10. Ich weiß es nicht. Es wird auf jeden Fall noch dauern, bis wir hier auf Stufe 4 kommen. Okay, ist bloß ein Schatz drin. Den haben wir uns gleich. Aber oh, hätte er vorher auch machen können, aber genau daneben gestanden. Okay. Und schauen wir doch mal. Gut, dann haben wir den. Hier ist auch noch was. Dann gehen wir durch den Schlitz. Was war das jetzt gerade? Ich glaube, das brauche ich nicht. Na, hallo, hallo. Bitte. Könnt noch mal reinspringen. Da ist der Schatz, oder? Jep, okay. Höhle des Pan, Quest abgeschlossen. Oh, geil. Passt richtig geil, der Sound und die Aussicht. Top. Ah, jetzt haben wir das aufgedeckt. Okay. Und wir haben hier unten mehrere Quests jetzt. Alles klar, sehr schön. Dann würde ich sagen, gehen wir doch gleich mal in die Richtung, holen uns den Aussichtspunkt und gehen dann natürlich hier gleich weiter zum Fragezeichen und dann natürlich hier runter. Dann haben wir das Gebiet eh schon bald wieder fast aufgedeckt. Es geht voran, Leute. Sehr schön. So, wo bist du? Aussichtspunkt, da hinten bist du. Schaut schon nice aus. Aber ich glaube, man merkt schon, dass die PS4, obwohl es die PS4 Pro ist, Leute. Okay, ich spiele auch in 4K. Muss man auch dazu sagen. Also muss ich so ein bisschen in Schutz nehmen, die PS4 Pro. Dass es auch schon ziemlich an ihre Grenzen kommt. Also teilweise mit den Texturen, was sie nachgeladen werden. Da musst du teilweise schon ein paar Sekunden davor stehen. Nicht immer, aber immer wieder mal. Aber okay, das kann man dem Spiel verzeihen. Thank you.
Pidaros Tempel. Synchronisation beendet. Okay. Und diese Wachen habe ich gesehen. Ja, genau da sind. Ja. Ich weiß eben nicht, ob ich für Platin. Ich habe mir nicht vorgenommen, Platin zu machen, aber man weiß ja nie, wenn ich hier durchgehe und mir fehlt nicht mehr viel, dann will ich natürlich schon Platin fertig machen. Ich weiß eben nicht, ob ich da alle Fragezeichen brauche. Das wäre natürlich gut zu wissen. Die Gegend wird gut bewacht. Eieiei, jetzt habe ich keinen. Okay, wir haben Mord begangen und jetzt haben natürlich alle Leute wieder gesehen. Okay, den Hammer. So, Ostragon-Rätsel. Doch, da bist du. Oder ich dich. Ich glaube eher ich dich. Okay, dann brauchen wir das Ostragon-Rätsel noch. Das müsste auch machbar sein, ja. Wo ist denn das blöde Ostragon? Müssen wir da hochgehen? Ostragon-Rätsel. Es ist das Gefühl zur Zeit, dass der mir nicht irgendwie die Dinger richtig hier anzeigt. Okay, sehr schön, haben wir das auch abgeschlossen. Wir schauen wieder auf die Karte. Und hier hinten haben wir auch noch ein Fragezeichen. Was ist dort hinten?
ist ein leichter Ziel ab. Oh nee. Nein, jetzt habe ich die verballert, ich dreh durch. Jetzt ist aber Schluss hier im Hof. Alter Schwede, der war nicht schlecht, hä? Ich will jetzt gerne mal die Schätze mal looten. Was ist denn hier los überhaupt? Schauen wir oben mal rein. Hier ist noch einer. Jetzt hier nochmal hoch. Hier könnte noch einer sein. Und hier geht's nicht rein. Nicht. Wieso geht die rausholen? Oben. Oh. Okay. So. So, da könnte unser Kopfgeld loswerden. Ich würde sagen, jetzt gehen wir erstmal Quests machen. Oder wir holen uns erstmal hier den Aussichtspunkt und dann fangen wir mit den Quests an.
Söldnerin hier auch schon wieder rum. Ich muss mit ihm sprechen. Teils der Träume. Können wir bitte mal eins machen, nicht alles auf einmal. Das Heiligtum des Asklepios. Ernsthaft. Sorry, der muss schon Akku wechseln. Wenn du wegen des Läuterungsbads gekommen bist, musst du später wiederkommen. Ich suche nach Informationen. In dem Fall kannst du dich in den Hades verdrücken. Ich muss etwas über eine Spartanerin erfahren, die vor vielen Jahren hier vorbeikam. Hat dir der Vogel ins Ohr geschissen? Ich habe strikte Anweisungen, nicht mit Söldnern zu sprechen. Insbesondere nicht über Spartanerinnen oder verletzte Kinder. Bitte? Mein Adler wird euch die Zunge rausreißen, Priester. Vergebt mir, nicht die Zunge, nicht wie bei Midon. Krysis bedroht jeden, der mit der Adlerfrau spricht. Tut sie das? Erzählt mir mehr über die Frau und ihr Kind und ich werde euch nicht im Badehaus ertränken. Wie wäre das? Bitte nicht. Da liegt schon eine Leiche drin. Was soll das heißen? Schlangen. Schlangen. Sie sind überall. Müssen aus der Tholos entkommen sein. Wir halten sie für Behandlungen. Sie sind in das Badehaus eingedrungen. Haben die Schlangen jemanden getötet? Einen Patienten, der sich selbst läuterte, als sie ausbrachen. Er hat panische Angst vor Schlangen, fiel sofort tot um. Jetzt ist er selbst ein Schlangennest geworden. Wenn ich mich um dieses Schlangenproblem kümmere, redet ihr dann mit mir? Aber ganz bestimmt sogar. Das Läuterungsbad ist ein wichtiger Teil des Heilungsprozesses. Ich mag ja Schlangen so gern. Ich kümmere mich um das Schlangenproblem. Dann werdet ihr mir sagen, was ich wissen will. Okay. Kümmere dich um die Schlangen. Aber ich würde mir gerne erst noch den Aussichtspunkt holen. Da sieht er hier drüben. Ja, der andere Weg ist eh gleich hier lang. Das passt. Kümmere ich um die Schlangen. Da vorne ist er. Oh, hier ist alles voll, ey. Alles voll Quest. Da ist er. Nein, ich will das mit den Schlangen machen jetzt. Kümmere ich um die Schlangen. Alles. Eins nach dem anderen. Das ist doch da hinten. Ja.
hier drin oder was? Von der anderen Seite rein oder wie? Niedlich. Okay, melde dich bei Peile, ne? Dein Schlangenproblem ist gelöst. Und? Ist das Badehaus schlangenfrei? Ich habe jedes dieser Biester in kleine Stücke geschnitten. Meine Kinder! Was hast du mit meinen Kindern gemacht? Deine Schlangen haben mein Badehaus heimgesucht. Ein Patient ist gestorben. Du warst das. Ich tat nur, was mir der da aufgetragen hat. Was? Wie kannst du es wagen? Du solltest sie nicht töten. Wie konntest du nur, Pylenor? Das wirst du büßen. Ich verfluche euch beide in den Hades. Nun was? Ich habe die Schlangen erledigt. Jetzt erzählst du mir von der Spartanerin und ihrem Säugling. Ehrlich gesagt weiß ich gar nichts. War vor meiner Zeit. Der Einzige, der etwas weiß, ist Midon. Aber der sagt dir nichts. Der sagt keinem mehr irgendwas. Der... Du bist ein Killen-Penner. Verfluchte Schlangen. Immerhin habe ich einen Namen. Midon. So, dann schauen wir doch mal. Wir haben hier auch noch zwei Quests. In Stein gemeißelt. Vielleicht können wir uns da irgendwas Informationstechnisches holen. Sei gegrüßt, junge Frau. Bist du hier, um Asklepios zu opfern? Nein. Ich suche eine spartanische Mutter, die das vielleicht tat. Die große Göttin Hera führt sehr viele Mütter zu diesem heiligen Ort. Ich bin schon alt und kann mich unmöglich an jede einzelne erinnern. Wozu dienen eigentlich diese Steinplatten? Sie dienen der Aufzeichnung. Wir verzeichnen jeden, der zu uns kommt, samt Krankheit und Behandlung, um den Ruhm des großen Asklepios zu mehren. Dann müsst ihr euch gar nicht erinnern. Ich muss nur die richtige Platte finden. Ja, natürlich. Das ist in der Tat sehr weise. Ich wünschte, ich hätte Zeit, um dir zu helfen. Ich bin nicht gekommen, um euch weh zu tun. Ich suche nur nach meiner Mutter. Es ist Krysis. Sie kontrolliert jeden Priester in diesem Heiligtum und wird jeden vernichten, der es wagt, mit der Adlerfrau zu reden. Dann redet nicht mit mir. Führt mich einfach nur zum richtigen Stein. Gut, dann folge mir. Schnell. Wir dürfen nicht auffallen. Geht voran.
Hier entlang. Hier drüben. Wenn uns jemand sieht, dann werde ich meinen Kopf verlieren. In was für einem Heiligtum leben die eigenen Priester in Angst? Die Zeiten haben sich geändert, Adlerfrau. Okay. Ah, an die Geschichte erinnere ich mich. Es war während des großen Helotenaufstands. Du warst damals noch ein Kind. Bitte keinen Geschichtsunterricht, nur die Details. Hier geht es um eine Frau, in deren Kehle Würmer hausten. Asklepios schnitt ihr den Kopf ab, wir entfernten die Würmer, dann setzte er ihr den Kopf im Schlaf wieder auf. Das ist nicht der richtige Stein. Ich frage mich, was Hippokrates von diesen Behandlungsmethoden hält. Alter. Hippokrates war ein guter Heiler. Er war vielversprechend. War? Er kümmert sich doch nach wie vor um die Kranken. Er verlässt sich zu sehr auf seine Hände und zu wenig auf die Götter. Wenn es um Leben oder Tod geht, sind mir Hände lieber. Sind alle Krankheitsgeschichten so haarsträubend? Nun, die Schreiber wie Thukydides, Euripides oder der launhafte Aristophanes, sie wollen wahrheitsgetreu berichten. Aber was wirklich inspiriert, Größe, Magie und Götter. Dieser Stein erzählt von einem Mann mit Schwertwunden. Ein Rudel Hunde leckte sie sauber und Heureka! Wahrlich, der beste Freund des Menschen. Es ist hoffnungslos. Diese Geschichten geben den Menschen Hoffnung, Adlerfrau. Aber ich verliere meine. Erzähl mir von Krysis. Sie ist eine mächtige und gefährliche Frau. Aber das war sie nicht immer. Sie wurde als Kind hier zurückgelassen und von den Priestern erzogen. Sie lehrten sie über die Götter. Sie lernte schnell, hatte einen ungebrochenen Willen. Und schon nach kurzer Zeit haben die Priester ihr zugehört. Sie wurde geliebt. Und was ist mit diesem hier? Lasst mich raten. Er erzählt von einer Blinden, deren Augen von Schlangen sauber geleckt wurden. Da steht, aus Sparta kam mit einem Kind, bat die Götter um Hilfe. Warum wurde das Meister herausgekratzt? Oh, ich erzähle es dir. Ich kenne die Geschichte auswendig. Die Spartanerin kam schmutzig und blutend von einer weiten Reise. Wir kümmerten uns um sie, gaben ihr Essen und ein Bad. Dann ging sie. Wohin sie ging, weiß ich nicht. Das Kind war nicht zu retten. Wer könnte wissen, wohin sie ging? Wir wurden entdeckt. Triff mich später, nahe des Olivenbaums des Herakles, am Eingang des Heiligtums. Ich habe vielleicht etwas für dich. Na, was haben wir denn hier? Ein Priester und eine Söldnerin auf einem Spaziergang? Mögen die Götter mit dir sein, Pleistos. Ich war gerade auf dem Weg zum Archiv, als ich auf die Söldnerin traf. Ist das so? Und worüber habt ihr euch so angeregt unterhalten, wenn ich fragen darf? Ich bin schmutzig und könnte ein Bad gebrauchen. Dieser freundliche Priester hier zeigte mir den Weg zum Badehaus. Ja, so ist es. Das Badehaus ist gleich dort drüben. Nun, wenn ihr mich entschuldigt. Die Bäder sind für die Kranken da. Nicht dazu, das Blut von deinen Händen zu waschen. Geh. Penner. Okay. Schauen wir doch mal. Wo ist denn der? Tal der Träume bei der Kreuzung am Olivenbaum. Kreuzung am Olivenbaum des Herakles. Und hier haben wir auch noch was für später.
Das muss hier irgendwo sein. Ah, da ist es, oder? Das ist die Kreuzung. Da ist der Olivenbaum. Schauen wir doch da mal hin. Schaut aus wie eine Kreuzung und ein Baum. Dieser alte Priester, der sich am Baum versteckt. Der Baum des Herakles. Liebt man ihn wegen der Legende oder wegen seiner Oliven? Ich danke dir für deine Verschwiegenheit, Adlerfrau. Grüßes, Augen und Ohren sind überall in diesem Heiligtum. Was kannst du mir noch über die Spartanerin und ihr Kind erzählen? Die Frau ließ die Decke des Kindes zurück. Wir wollten sie ihr wiedergeben, doch die Erinnerung war zu schmerzlich für sie. Wohin ging sie? Was geschah mit dem Kind? Grüßes hatte recht. Du kennst die Regeln, Timoxenos. Du wirst ihren Zorn spüren. Pleistos, bitte! Stellt euch hinter mich, Priester. Ich kümmere mich um die beiden. Alter Schwede! Alter, was ist denn los hier? Okay. Dann wollen wir mal schnetzeln, bitte. Einmal schnetzeln. Das ist halt so saublöd, weil wenn du kein Adrenalin mehr hast, dann ist es halt einfach schwierig, weil du halt nichts machen kannst. Also blocken. Wir müssen mehr blocken. Blocken. Und jetzt? Wo sind die Priester? Ugh.
Das war's jetzt, oder was? Schauen wir mal die Quests. Ja, dann machen wir das hier. Keine Ahnung. Wird schon passen. Wird schon passen. Vielleicht ist er das, der Priester jetzt nochmal. Asklepios ihr weiteres Leid ersparen. Wird sie leben? Nicht, wenn die Götter unsere Gebete nicht erhören. In letzter Zeit kommen viele Kranke aus Athen in die Argolis und nur wenige gehen wieder. Das arme Mädchen leidet an derselben Krankheit. Kann ich irgendetwas tun, um zu helfen? Man hat mich vor der Adlerfrau gewarnt. Sie will nichts außer Drachmen für Blut, sagt man. Wir verschwenden Zeit, Priester. Wir können über meine Wünsche sprechen, wenn es dem kranken Mädchen wieder besser geht. Ihre Krankheit scheint unheilbar und sie breitet sich aus. Unsere Opfergaben konnten die Götter nicht erweichen. Schweine, Ziegen, alles stieß auf taube Ohren. Wir brauchen ein Biest, dessen Blut die Flammen für Asklepios entfachen wird. Und was schwebt euch vor? Es gibt Gerüchte über einen Stier mit einer Haut weiß wie Schnee. Er streift am Rande des Heiligtums umher. Geh nach Westen in Richtung Küste. Bring ihn mir lebend. Und ich bringe den Göttern ein Opfer dar, das sie nicht ignorieren können. Sie sollen Leben bringen. Es berührt mich, dass du helfen willst. Aber ich weiß, weshalb du hier bist. Krysis ließ alle Priester schwören, der Adlerfrau keine Informationen preiszugeben. Sonst ist unser Leben verwirkt. Doch ich diene den Göttern und Kranken. Mein Schwur gilt ihnen. Ich werde ihn finden. Das überlebst du nicht! Ja! Okay, der heilige Stier ist in Argolis. Okay, das ist der Stier grast im nördlichen Teil des Berges. Routine. Also muss er hier irgendwo sein. Ja, die Festung werden wir dann natürlich danach aufdecken. Oder die Ruine von Asine. Ruine von Asine. Wir gucken mal, vielleicht finden wir ihn, ja. Stier. Bin ich zu spät? Ja, weiß ich nicht. Finde den heiligen Stier und bringe ihn zum Priester. Meine Fresse, soll ich denn diesmal? Soll ich denn reiten oder was? Das Gebiet wird sicher gut verteidigt.
scheint nicht freiwillig gestorben zu sein. Ich nehme sein Herz für das Opfer mit. Das muss reichen. Okay, der ist schon tot, oder was? Okay. Oh, fühlt sich nicht sehr angenehm. Bringe das Herz zum Priester. Okay, dann kommen wir hier aber noch. Ich hoffe, dieses Herz reicht. Wenn Sie den ganzen Stier wollen, können Sie ihn selber holen. So, jetzt haben wir hier noch ein Gefängnis irgendwo. Die brauchen wir noch. Das ist zu leicht. Wir brauchen jetzt noch eine antike Tafel und einmal Gefangenbefreiung. Ja, wenn ihr gesehen habt. Schauen wir hinten nochmal durch. So, okay. Und dann würde ich sagen, ab zum Priester. Na,
So, mal schauen, was er sagt. Wenn wir ihm nur das Herz bringen, der wollte ja eigentlich den weißen Stier lebend haben. Aber man kann nicht alles haben. Die gleiche Krankheit. Hast du den weißen Stier? Ich konnte ihn nicht lebend fangen. Aber ich trage sein Herz bei mir. Das wird nicht reichen, um Asklepios zu besänftigen. Das Tier ist unfreiwillig gestorben. Und mit dem Herzen können wir nur für ein Leben beten. Bitte, Söldnerin. Der weiße Stier gehörte mir. Meine Farm versorgt die halbe Argolis. Wenn ich sterbe, verhungern die Menschen. Ich flehe dich an. Mein Mann starb durch die Krankheit. Ich habe zwei kleine Kinder. Wer kümmert sich um sie, wenn ich sterbe? Ich habe Geld. Ich bezahle für deine Güte. Ist schon gut. Gib ihnen das Opfer. Das war dein Werk. Du entscheidest, wessen Gebet die Götter erreicht. Ich weiß, wie es ist, klein und verlassen zu sein. Betet für das Mädchen. Das wirst du bereuen. Keine leichte Wahl, Söldnerin. Aber so sei es. Der Rest liegt in den Händen der Götter. Ich habe meinen Teil getan. Zu der Spartanerin. Ihr kennt sie? Ihr Besuch bei unserem Heiligtum ist legendär, doch leider war das vor meiner Zeit. Der Mann, den du suchst, ist Midon, der ältere Priester. Er sprach oft von ihr, bevor er sich die Zunge herausschnitt. Die Zunge? Wenn er keine Kranken heilt, findest du ihn im Gästehaus. Er lässt sich dort häufig von den Bediensteten umsorgen. Danke. Das werde ich euch nicht vergessen. Und diese Menschen werden es dir nicht vergessen. Stufe 27. Schadengesundheit verbessert. Befrage Mythos und den ältesten Priester im Gästehaus. Machen wir das doch mal gleich. Kann man nicht in Ruhe mal questen?
Okay, das ist der Befehlshaber. Den noch. Oh, der war ran, ist weit oben. Sehr schön, haben wir eine neue Waffe bekommen. Inventar. Machen wir auf hier, mach auf die Hudel. 26er. Oh, Kriegerschaden, Feuerschaden. Okay, dann müssen wir uns auf jeden Fall noch Gift reinpacken. Das machen wir das nächste Mal, wenn wir beim Schmied sind. So, wir brauchen jetzt Nidon. Der ist hier hinten. Gehen wir doch da mal rein. Wachen! Die sind tot. Und ihr seid sicher Midon. Er spricht nicht. Das habe ich gehört. Ich will herausfinden, warum. Krösus hat ihm das angetan. Ah. Ich dachte, er schnitt sie sich selbst raus. Um seine Loyalität zu beweisen. Und was hätte Krösus davon, wenn sich ein älterer Priester die Zunge herausschneidet? Midon ist ein fürsorglicher, großzügiger Mann. Ich will Antworten von ihm. Nicht von dir. Erzählt mir von der Spartanerin und dem Säugling. Er kann nur mit Ja oder Nein antworten. Ich weiß, warum Krösus wollte, dass ihr euch die Zunge rausschneidet. In der Nacht, in der meine Marthe mit meinem Bruder herkam, hielten die Priester und ihr ihn für tot. Krösus wollte nicht, dass ihr das ausplaudert. Es war ganz anders. Was weißt du schon? Du warst doch gar nicht dabei. Er erzählte mir die Geschichte viele Male, bevor die Hexe seine Stimme raubte. Er versuchte, das Kind zu retten. Er tat, was er konnte. Ich glaube euch nicht. Tot? Wie kann mein Kind tot sein? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Du hattest Glück, dass er so lange überlebt hat. Dieser Sturz war verheerend. Mein Kind! Mein Kind! Hör zu, wir können hier nichts mehr für dich tun. Mach dich wieder auf den Weg. Gelobt sei Hera. Sie sind tot. Sie sind beide tot. Er weinte um die Spartanerin, so weit weg von ihrem Zuhause. Ihr Kind war schlimm zugerichtet und atmete nur schwach. Sagt es mir, bitte. Ich muss es wissen.
Nicht einmal Apollon hätte den Jungen retten können. Midon erzählte mir von den Tränen der Spartanerin. Sie hielt das Kind im Arm, sang ihm vor, bevor sie ihn den Göttern übergab. Krysis nahm das Kind an sich, nicht wahr? Und ihr durftet nicht mehr reden, um es geheim zu halten. Wo ist Krysis? Verstehe. Krysis beherrscht alle Zungen in der Gegend. Dann muss ich sie und die Wahrheit über diese Nacht eben allein finden. Okay. Dann wollen wir doch mal gleich schauen, ob wir hier noch einen Schmied finden. Boah, hier ist keiner irgendwo, gell? Schmied ist da oben erst, glaube ich. Hier ist ein Schmied. Oh. Ewig weit weg. Hier ist auch schon wieder noch so ein komisches Vieh. Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen an der Stelle einen Cut und schauen in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Und dann schauen wir doch auf jeden Fall noch zu den Fragezeichen hier runter. Mal schauen, ob das eher unser Level ist. Hier ist mit Sicherheit auch irgendwie, sieht aus wie irgendwie wie ein See oder so. Ich hoffe mal, das ist kein Krokodil oder sowas. Okay, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Würde ich sagen, bis dahin wünsche ich noch viel Spaß auf meinem Kanal. Reingehauen, ciao, ciao. Euer Andi. We'll be right back.